ab der nächsten Woche dann wollen wir wirklich mit Feynman-Diagrammen und Feynman-Regeln arbeiten. Heute in der Vorlesung kommen wir vermutlich so weit, dass wir mindestens die entsprechenden Theoreme und Formeln aufschreiben, aus denen dann die Feynman-Regeln und Feynman-Diagramme folgen. Und ich denke, mit denen, was ich heute sagen werde, können Sie dann schon mal anfangen oder auch erahnen, wie das Übungsblatt funktioniert. Weiteres kommt dann natürlich im Verlauf der nächsten Stunden. Das zur Information, das eigentlich technisch Einzige, was Sie brauchen, um das Übungsblatt, das aktuelle, zu lösen, ist eben dieses Wick-Theorem, was Sie aber, glaube ich, durchgenommen haben in der Übung, oder haben Sie das durchgenommen, Wick-Theorem, wo Sie eben solche Erwartungswerte von einem Produkt von vielen von diesen freien Quantenfeldern haben. Diese freien Quantenfelder, von denen wir hier immer sprechen, wenn Sie da jetzt ein Produkt von mehreren haben, nicht nur zwei, sondern vier oder sechs oder acht, dann können Sie das mit dem Wick-Theorem ausrechnen. Das heißt, so ein Produkt hier, Erwartungswert davon, gibt eben, wenn man den jetzt Indizes gibt, 1, 2, 3, 4, können Sie das ausrechnen als Produkte von immer Erwartungswerten, die nur zwei Felder enthalten. Das hier und das hier, in dem Fall mit vier Feldern, ja, und für mehr als vier Faktoren hier gibt es halt entsprechend mehr Terme auf der rechten Seite. Aber so können Sie jedes beliebig kompliziert aussehende Produkt von solchen freien Feldern auf jeden Fall immer berechnen. Und berechnen heißt ausdrücken durch solche Erwartungswerte von zwei Feldern. Weil das ist ja das, was wir gerade hier voll ausrechnen, die sogenannten Propagatoren. Nein, Frage, werden Sie auf dem Übungsblatt eigentlich nur für den Grundzustand gezeigt? Geht das jetzt auch für... Nee, das ist ja gemeint. Also ich schreibe, es ist nur eine Abkürzung dafür, dass ich immer den Vakuum-Erwartungswert vom zweitgeordneten Produkt hier nehme. Okay. Gilt auch nur für den Grundzustand. Genau, und genau das brauchen Sie auch. Genau, also das heißt, wenn auf der Übungsaufgabe jetzt irgendein extrem wilder Vakuum-Erwartungswert von einem zweitgeordneten Produkt von 20 Feldoperatoren auftaucht, dann ist das zwar vielleicht neu, aber Sie können es trotzdem so berechnen. Und wenn man denen jetzt hier Linien zuweist, dann entspricht das halt dem, dass Sie hier vier Punkte haben, 1, 2, 3, 4 und der erste Term ist halt das hier. Produkt aus zwei Linien von 1 nach 2 und von 3 nach 4 plus der zweite Term ist das Produkt aus zwei Linien von 1 nach 3 mal von 2 nach 4 und der dritte Term ist das Produkt aus zwei Linien, nämlich von 1 nach 4 und von 2 nach 3. Okay. Und so können Sie generell beliebig komplizierte Produkte ausrechnen. Und ausrechnen heißt, dass Sie es auf diese Form bringen. Und dann ist die Rechnung erstmal fertig. Und die Aufgabe besteht dann eben darin, zu erkennen, welche Strukturen von Linien da auftauchen. Und bei den Übungsaufgaben, die Sie da haben, da tauchen dann natürlich als Endergebnis nicht einfach solche seltsamen und zusammenhängenden Linien auf, sondern es tauchen Feynman-Diagramme auf, die vielleicht so aussehen oder sowas. Ja. Und darauf sollte man halt kommen. Aber wie gesagt, die Rechnung ist letztlich elementar. Können Sie noch mal ein paar Worte zur Normalordnung sagen? Das hatte ich jetzt nicht unbedingt vor, aber Normalordnung, das haben Sie wahrscheinlich in der Übung dann angesprochen, das brauchen wir hier in der Vorlesung so gesehen überhaupt nicht, aber Normalordnung bedeutet einfach, dass man Operatoren in Erzeuger- und Vernichteranteil erstmal zerlegt und dann quasi von Hand die Erzeuger und Vernichter so umordnet, dass alle Erzeuger links stehen und alle Vernichter rechts stehen, sodass, wenn sie auf Vakuum wirken, sie null bekommen. Das heißt, das ist Das
Also es ist keine lineare Abbildung oder irgendwie sowas, sondern es ist eine Vorschrift, wie man aus einem Operator einen anderen macht, durch Umordnung der diversen Bausteine dieses Operators. Und die Normalordnung führt eben dazu, dass man im Prinzip die gleiche Physik beschreibt, aber der Erwartungswert im Vakuum ist halt null, anstatt unendlich zu sein. Das ist der Sinn der Normalordnung. Also man kann es auch so sagen, dass man zu einem Operator irgendeine physikalisch irrelevante Konstante addiert. Die ist im Zweifelsfall zwar unendlich, aber die addiert man und danach hat man einen physikalisch gleichwertigen Operator ohne Vakuumerwartungswert. Und das macht die Normalordnung. Das würde ich in der Vorlesung weiter gar nicht benutzen. Okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit der heutigen Vorlesung. Und zwar ist das erste Thema der heutigen Vorlesung, den Propagator weiter zu besprechen. Wir haben in der letzten Stunde angefangen, den freien Propagator zu diskutieren. Und mit freiem Propagator ist gemeint genau dieser Vakuumerwartungswert von zwei freien Feldoperatoren. Wir haben jetzt hier zugelassen, dass unser Feldoperator nicht hermitisch ist, sondern Phi und Phi Kreuz muss man unterscheiden. Und die physikalische Bedeutung von diesem Ausdruck ist eben das, dass man die Amplituden hiermit beschreiben kann für Teilchenpropagation von einem Raumzeitpunkt zum anderen. Und zwar auf eine Lorentz-kovariante Art und Weise. Wir haben durch diese Zeitordnung dann das letzte Mal schon verstanden, dass hier zwei physikalische Prozesse gleichermaßen beschrieben sind, nämlich einmal vorwärts in der Zeit wird ein Teilchen erzeugt am Ursprung und dann propagiert es zum Punkt Z. Oder mit der anderen Zeitordnung wird ein Antiteilchen am Punkt Z erzeugt und wird dann beim Ursprung vernichtet. Propagiert also von Z zum Ursprung. Und wir sind momentan dabei, das nicht nur zu interpretieren, sondern konkret auszurechnen. Dann haben wir einen ersten Rechenschritt gemacht, indem wir hier die Matrixelemente bestimmt haben. Die sind ja elementar ausrechenbar. Und haben eine Variablensubstitution vorgenommen in dem zweiten Term und dadurch erhielten wir ein einheitliches Integral mit diesem Lorentz-invarianten dreidimensionalen Integralmaß dp Schlange, eine dreidimensionale Fourier-Transformation e hoch i p x vektoriell. Und dann haben wir hier immer noch diese Fallunterscheidung mit zwei Theta-Funktionen für positive oder negative Zeit und dann jeweils eine E-Funktion mit positivem oder negativem Argument. Und der Exponent in der E-Funktion ist die physikalische Energie von diesem entsprechenden Teilchen. E ist also gegeben durch die relativistische Formel Wurzel aus p-Vektor-Quadrat plus die Ruhemasse zum Quadrat. Und was wir an diesem Ausdruck jetzt erkennen können, ist vieles und ich möchte jetzt erstmal anfangen und hier noch ein bisschen mehr Interpretation und einige Bemerkungen dazuzufügen und dann wollen wir den Ausdruck endgültig berechnen. Also hier nochmal etwas mehr zur Interpretation des Ganzen. Die Interpretation ergibt sich eben daraus, dass wir die Raumzeitpunkte Ursprung und Z definiert haben und dann Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren mit Argumenten P und minus P hier wiedergefunden haben. Das heißt, in dem Fall, dass dieses Zeitargument Z0 positiv ist, trifft ja der linke Fall hier zu und dann bedeutet das, dass wir hier den Ursprung haben und später den Raumzeitpunkt Z und am Ursprung wird eben ein Teilchen erzeugt mit Impuls P und fließt dann zum Punkt Z. Das heißt, wir haben hier ein Teilchen von 0 nach Z und dieses Teilchen trägt eben den Impuls dreidimensional P-Vektor. Und dieser P-Vektor-Impuls findet sich hier wieder in diesem E hoch I PZ vektoriell. Der zweite Fall, Z0 kleiner als 0, dann trifft das Rechte zu. Und das Rechte bedeutet, dass die Zeitordnung erstmal andersrum ist. Das heißt, der Ursprung ist später und der Raumzeitpunkt Z ist früher. Und dann sehen wir hier, dass das bedeutet, dass am Punkt Z ein Antiteilchen erzeugt wird mit diesem Erzeuger.
Das heißt, das Antiteilchen fließt von Z nach 0 zum Ursprung und dieses Teilchen trägt welchen dreidimensionalen Impuls? Es trägt den dreidimensionalen Impuls minus P, weil wir da eine Variablensubstitution gemacht hatten. Und die hat dazu geführt, dass wir hier einheitlich diese Fourier-Transformation mit E hoch plus IPX bekamen. Das heißt, wir sehen hier schon eine Gemeinsamkeit, nämlich generell gilt letztlich Folgendes, nämlich der Impuls plus P wird vom Ursprung zu Z transportiert, entweder vorwärts oder rückwärts in der Zeitrichtung. Also Impuls plus P und übrigens auch Ladung plus QA, die Ladung des Teilchens, wird vom Ursprung nach Z letzten Endes transportiert. Also das fließt von 0 nach Z. Das ist das, was effektiv passiert, egal in welcher Zeitordnung das jetzt stattfindet. Das heißt, wir haben schon mal beide Fälle unter einen Hut gebracht. So, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall mal eine einheitliche Beschreibung dieser beiden Situationen aus unserer allerersten Vorlesungsstunde. Wo wir eben diese Teilchenpropagation zwischen zwei raumartig getrennten Zeitpunkten oder Raumzeitpunkten betrachtet hatten. Aber was trotzdem noch ein Nachteil von dieser ganzen Beschreibung ist, ist dieser Ausdruck sieht eben nicht Lorentz-Kovariant aus. Wir haben zwar, wenn Sie es hier nochmal anschauen, das dreidimensionale Lorentz-invariante Integralmaß. Aber dann haben wir hier nicht Lorentz-invariante Ausdrücke, nämlich hier haben wir ein explizites Auftauchen der Energie- und der Zeitkomponente. Hier haben wir ein explizites Auftauchen der Zeit, hier ein explizites Auftauchen des räumlichen Impulses. Das heißt, der Ausdruck ist nicht Lorentz-kovariant. Insbesondere eben wegen diesem expliziten Auftauchen von E und Z0. So, und jetzt kommt eben die Behauptung, nämlich ich behaupte, dass der gesamte Ausdruck aber nichtsdestotrotz komplett Lorentz-invariant ist. Das heißt, in jedem Bezugssystem hat dieser Propagator denselben Wert und wir können den umschreiben, sodass er eine komplett manifest Lorentz-invariante Form annimmt, sodass man diese Lorentz-Invarianz direkt offensichtlich zur Verfügung hat. Und das ist dann eine extrem nützliche Darstellung für diesen Propagator, die man in Feynman-Regeln gut benutzen kann, denn dann ist jeder einzelne Faktor und jeder einzelne Baustein in Feynman-Regeln für sich genommen schon eine Lorentz-invariante Größe. Im Gegensatz zu diesen Einzeltermen, die jetzt hier auftauchen. Das heißt, wir machen jetzt einen mathematischen Trick, wenn Sie so wollen, um das Lorentz-invariant werden zu lassen. Also, die folgende Behauptung, der Propagator d von z ist erstmal Lorentz-invariant. Und es existiert eine manifest Lorentz-invariante Darstellung. Aber was wir dafür aufgeben müssen, ist die explizite Rolle der Energie. Und wir müssen erlauben, dass Teilchen off-shell sein dürfen. Was das bedeutet, sage ich jetzt dafür.
müssen wir aufgeben. P0 ist gleich die Energie, welche über die relativistische Formel gegeben ist. Also das müssen wir aufgeben. Wir werden jetzt eine Variable P0 einführen, wo man denken würde, das ist die Energie des Teilchens, aber die ist eben nicht die Energie des Teilchens, sondern das ist jetzt eine Integrationsvariable P0, die wir hier frei hinzufügen, die es in der linken Formel noch gar nicht gibt. Und die wird aber so eingeführt, dass wir einen Manifest-Lorentz-Invarianten-Ausdruck bekommen. Und dann hat halt diese Variable P0 nicht mehr die Interpretation, dass es die reale Energie des Teilchens ist, sondern es ist einfach eine Integrationsvariable und in dem Sinne ist das Teilchen off-shell, also nicht mehr auf der Massenschale. Das heißt, wir erlauben jetzt sogenannte off-shell oder auch virtuelle Teilchen genannt. Mit P0 ungleich dieser Energie, die durch die relativistische Formel gegeben ist. Und ich werde die Behauptung mal anschreiben, nämlich der Propagator I mal D von Z kann geschrieben werden als eine vierdimensionale Fourier-Transformation D4P dividiert durch 2P hoch 4 mal einer vierdimensionalen E-Funktion e hoch minus ipz, und das ist ein vierdimensionales Skalarprodukt, mal einer Fourier-transformierten i mal d Schlange von p. Und da sehen Sie eben, dass hier jetzt eine vierdimensionale Fourier-Transformation gemacht wird, das heißt, das p0 tritt auf als Integrationsvariable und über p0 wird integriert von minus unendlich bis plus unendlich, das heißt, das nimmt jeden Wert an und hat nicht diesen On-Shell-Wert. Hier haben wir eine vierdimensionale E-Funktion und die Aussage ist, dass diese Fourier-transformierte I mal D Schlange von P jetzt eine Lorentz-Invariante ist, nämlich die hat die Gestalt I dividiert durch einfach den Vierer-Vektor P Quadrat minus die Ruhemasse zum Quadrat plus eine infinitesimale imaginäre Größe plus I Epsilon, wobei Epsilon eben größer als 0 und infinitesimal ist. Aber dann sehen Sie eben jetzt dem Ausdruck sofort an, dass er Lorentz-invariant ist, denn hier steht ein Vierer-Skalarprodukt, alles andere sind Konstanten. Ich mache eine vierdimensionale Fourier-Transformation, damit ist das natürlich eine Lorentz-invariante Größe. Und das ist die Form des Propagators, die Sie sicherlich schon mal irgendwo gesehen haben. 1 durch p² minus m². Häufig schreibt man dieses plus i epsilon nicht mit auf. Und damit kann man eben sehr einfach rechnen. Und weil das p² off-shell ist, ist eben p² ungleich m². Und deswegen ist der Nenner im Allgemeinen ungleich 0 und das Ding ist wohl definiert. Also das ist die Behauptung und die müssen wir mathematisch beweisen. Das heißt, jetzt kommt eine kleine Rechnung und im Verlauf dieser Rechnung wird die Behauptung bewiesen. Also berechnen wir mal Folgendes. Mit diesem Epsilon größer als 0, aber Epsilon infinitesimal. Berechnen wir mal nur das Integral von minus unendlich bis unendlich über diese Integrationsvariable dp0 mit einem Faktor e hoch minus i p0 mal z0 mal 1 geteilt durch so einen Nenner und den Nenner expandiere ich jetzt. Der hat ja die folgende Abhängigkeit von p0, nämlich p0 zum Quadrat minus p Vektor zum Quadrat minus m Quadrat plus i mal diesem Epsilon. Okay.
Und so habe ich das Vierer-Skala-Produkt ausgeschrieben in Zeitkomponente zum Quadrat minus räumliche Komponente zum Quadrat. Und von der E-Funktion haben wir auch nur den P0-Anteil mitgenommen. Das ist jetzt ein gewöhnliches Integral über eine komplexe Funktion. Und zwar ist die komplexe Funktion einmal hier komplex und dann auch noch komplex durch dieses Plus I Epsilon hier im Nenner. Und das ist eine quadratische Funktion hier im Nenner, eine quadratische Funktion der Integrationsvariable, die ich durch binomische Formel umformen kann. Nämlich der Nenner ist gleich 1 geteilt durch P0 minus eine Größe E Epsilon mal P0 plus eine Größe E Epsilon, und dieses E Epsilon ist eben die Wurzel hier, nämlich dieses E Epsilon ist einfach gleich die Wurzel aus P Vektor Quadrat plus M Quadrat minus diesem E Epsilon hier. Ja, habe ich das hier umgeschrieben. Wenn Sie das ausmultiplizieren, kriegen Sie nach binomischer Formel P0 Quadrat minus E Epsilon zum Quadrat, und E Epsilon zum Quadrat ist dann eben minus P Quadrat minus M Quadrat plus E Epsilon. Was für eine Art von Größe ist diese Abkürzung E Epsilon? Das ist jetzt eine komplexe Zahl, die sich ergibt aus einer Wurzel aus folgendem. Hier steht die normale Energie des Teilchens, E Quadrat, das ist eine positive reelle Zahl. Und dann minus eine infinitesimale, negative, imaginäre Zahl. Das heißt, in der komplexen Ebene ist das hier eine Zahl, die positiven Realteil, negativen Imaginärteil hat. Wenn wir die Wurzel draus bilden, ist es immer noch eine Zahl, die einen positiven Real- und negativen Imaginärteil hat. Der negative Imaginärteil ist infinitesimal. Das heißt, eine Größe mit positivem Realteil und negativem Imaginärteil. Und für Epsilon gegen 0 geht das einfach gegen die echte reale Energie des Teilchens. Wenn wir es also mal aufzeichnen in der komplexen Ebene, dann haben wir hier eine komplexe Ebene für diese Integrationsvariable P0. Hier haben wir Realteil P0, hier Imaginärteil P0. Über P0 wird integriert. Jetzt ist die Frage, wo sind die Polstellen des Integranten in der komplexen P0-Ebene? Die Polstellen sind eben bei plus minus dieser Größe E Epsilon. Und E Epsilon sitzt hier. Hat einen positiven Realteil, negativen Imaginärteil. Das hier ist dieses E Epsilon. Und hier auf der reellen Achse ist unsere reelle Energie E. Und hier haben wir dann minus E Epsilon. Das sind die Polstellen des Integranten in der komplexen Ebene. Und wir integrieren über die reelle Achse über P0. Das sind die Pole des Integranten. Gut, wie rechnen wir jetzt so ein komplexes Integral aus? Nichts leichter als das, man muss nur den Residuensatz anwenden, oder? Denn der Residuensatz gibt uns an, was das Ergebnis über ein komplexes Integral ist, was Polstellen hat im Integrationsgebiet. Da gibt es nur ein Problem, der Residuensatz gilt ja eigentlich für geschlossene Wege in der komplexen Ebene. Und das ist momentan noch kein geschlossener Weg. Das heißt, unsere Strategie ist jetzt, diese reelle Achse zu ersetzen durch einen geschlossenen Integrationsweg, und dann können wir den Residuensatz anwenden. Und da gehen wir folgendermaßen vor. Wir müssen jetzt eine Fallunterscheidung machen. Der erste Fall, Seit Z0 positiv. Nennen wir mal dieses Integral hier Stern. Seit Z0 positiv, dann ist dieses Integral Stern, was wir hier definiert haben, gleich Integral von minus unendlich bis plus unendlich über dp0
mal e hoch minus i p0 mal z0, dann mal diesen Punkt da. Und da können wir jetzt den Integrationsweg folgendermaßen abändern. Ich schlage vor, wir ändern den Integrationsweg so ab, dass wir hier einen Halbkreisweg durchlaufen, der hier entlang der reellen Achse führt. Hier zeichne ich noch einmal die Pole des Integranten ein. Das sind die beiden Pole des Integranten. Der Weg führt also über die reelle Achse und biegt dann irgendwann ab in diesen Halbkreis. Hier ist also ein Halbkreis. Und der Halbkreisradius, ja, der geht gegen unendlich. Wenn der Halbkreisradius gegen unendlich geht, dann integrieren wir auf jeden Fall über die gesamte reelle Achse. Aber hinzu kommt halt ein zusätzliches Integral über den Halbkreis, das am Anfang nicht da war. Und jetzt müssen wir überlegen, ob dieses Halbkreisintegral gegen 0 geht. Und das ist der Fall. Warum geht dieses Halbkreisintegral nämlich gegen 0? Ich schreibe erstmal den Integranten hin, e hoch minus i p0 z0 mal 1 durch diesen Bruch. Der Halbkreisanteil ist zweifach unterdrückt, nämlich erstens exponentiell unterdrückt. Z0 ist ja jetzt positiv, das heißt, hier steht eine positive reelle Zahl. Und wenn wir den Halbkreis in der unteren Halbebene für P0 schließen, dann heißt das, P0 hat jetzt einen negativen Imaginärteil. Dann haben wir hier minus i mal einen negativen Imaginärteil, gibt minus eine reelle Zahl. Dann haben wir hier also eine exponentielle Unterdrückung. Das heißt, der Halbkreisanteil ist exponentiell unterdrückt für große P0. Und damit, je größer P0 wird, je größer der Halbkreisradius hier wird, desto stärker die Unterdrückung. Das heißt, der Halbkreisanteil geht deswegen gegen 0. Der ist also exponentiell unterdrückt. Allerdings, was ich gerade gesagt habe, stimmt nicht für dieses kleine Stückchen des Halbkreises hier, was noch ganz nah an der reellen Achse ist. Da können Sie das Argument nicht anwenden, weil da ist der Imaginärteil von dem P0 beliebig klein und dann ist die exponentielle Unterdrückung beliebig schwach. Aber was gilt hier für diese Stücke? Wenn der Halbkreisradius nämlich gegen 0 unendlich geht, dann ist der Nenner hier quadratisch unterdrückt. Und dann kriegen wir hier eine quadratische Unterdrückung. Und die wird nicht kompensiert von dieser linearen Verstärkung mit großem Radius. Deswegen gehen diese kleinen Stücke auch gegen 0. Das heißt, das ist exponentiell bzw. quadratisch unterdrückt. Und damit geht der Halbkreisanteil tatsächlich gegen 0 für den Fall, dass der Radius gegen unendlich geht. Also Sie können gerne einen Epsilon-Delta-Beweis daraus konstruieren im Sinne der Mathematik im ersten Semester. Aber das sind die zwei Bausteine, die Sie dafür brauchen. Okay, das heißt, wir haben gezeigt, dass wir das Integral über die reelle Achse äquivalent schreiben können als ein Integral über diesen geschlossenen Weg mit großem Radius. Und jetzt gilt der Residuensatz. Das heißt, sobald der Radius so groß ist, dass dieser Pol innen liegt, ändert sich das Integral nicht mehr. Es bleibt gleich. Für jeden Radius hat es dann denselben Wert, nämlich den Wert, der durch den Residuensatz und durch dieses Residuum an dem Pol gegeben ist. Das heißt, das Integral ist genau gleich nach Residuensatz minus 2pi. Der Residuensatz liefert uns bei positiver Wegrichtung plus 2pi und das ist aber negative Wegrichtung, deswegen Vorfaktor minus 2pi mal dem Residuum des Integranten. Und das Residuum des Integranten, der Integrant ist zunächst mal e hoch minus i p0 z0 mal 1 geteilt durch p0 minus e epsilon mal p0 plus e epsilon. Das Residuum des Integranten am Pol, also an dem Punkt p0, ist gleich plus
E-Epsilon. Das ist nämlich der Pol, der in dem Integrationsweg drin liegt. Der positive Pol. Also was ist das Residuum an diesem Punkt? Minus 2pi. Das Residuum ist eben alles, was übrig bleibt, nachdem wir den Polfaktor weggelassen haben. Das heißt, das ist e hoch minus i. Jetzt wird p0 durch e ersetzt. E mal z0. Und dann mal 1 geteilt durch den verbleibenden Faktor im Nenner. P0 wird zu e, 2e. Und ich habe jetzt auch schon e epsilon durch e ersetzt, denn wir konnten hier jetzt den Limes machen, epsilon gegen 0. Dann ist also das Ergebnis für unser Integral im Falle von positiven z0, das hier, minus 2pi mal der e-Funktion dividiert durch 2. Okay, jetzt der andere Fall. Sei z0 kleiner als 0. Nun ja, die Strategie ist jetzt natürlich genau dieselbe, aber es ändern sich ein paar Details, aber nicht viel. Unser Integral von minus unendlich bis plus unendlich über p0 mal den ganzen Integrant. Was können wir jetzt gleichsetzen? Dem Integral über den geschlossenen Weg, den wir in der oberen Halbebene schließen. Die Pole sind nochmal hier. Jetzt ist der andere Pol innerhalb des Integrationsweges. Und die gleiche Überlegung ist eben so, jetzt hat sich einfach das Vorzeichen von dem Z0 geändert. Und wenn jetzt unsere Integrationsvariable einen positiven Imaginärteil hat, dann kriegen wir minus i mal positiver Imaginärteil mal negativen z0 gibt eine exponentielle Unterdrückung. Das heißt, dann fällt jetzt der Halbkreisanteil weg. Für Halbkreisradius gegen unendlich. Und das Ergebnis ist gleich. Und dann können wir natürlich wiederum den Residuensatz anwenden. Diesmal ist der Weg positiv orientiert in mathematischem Sinne. Also kriegen wir plus 2pi als Vorfaktor mal dem Residuum des Integranten e hoch minus i p0 z0 dividiert durch die zwei Nenner p0 minus e epsilon mal p0 plus e epsilon und das Residuum wird ausgewertet an dem Punkt der Polstelle p0 gleich minus e epsilon in diesem Fall. Und dann können wir jetzt auch, nachdem wir das Residuum gebildet haben, epsilon gegen 0 gehen lassen und erhalten als Endergebnis 2pi und dann mal dem Integranten, wobei wir p0 durch den Pol ersetzen und den divergierenden Faktor weglassen. Also kriegen wir jetzt die folgende e-Funktion. Hier p0 wird durch minus e ersetzt, also e hoch plus i e mal z0 dividiert durch, und hier, das fällt weg, aber hier kriegen wir minus 2e im Nenner. Und dann sind die beiden Ergebnisse fast identisch. Der einzige Unterschied ist das Vorzeichen hier im Exponent. Also überall das Vorzeichen ist sogar das gleiche. Wenn ich die beiden Ergebnisse jetzt zusammenfasse, dann kann man das so als griffige Formel nochmal aufschreiben, die man auch in anderen Zusammenhängen mal nützen kann. Ich füge noch einige Normierungsfaktoren hinzu, damit die Formel schöner wird. Ich dividiere mal durch 2pi. Wir haben also ein Integral über p0 durch 2pi von minus unendlich bis plus unendlich. Von dem Integrant i mal der e-Funktion e hoch minus i p0 z0 dividiert durch p0 Quadrat minus p Vektor Quadrat minus m Quadrat plus i Epsilon mit infinitesimalem positiven Epsilon. Das war unser Integral, aber ich habe durch 2pi dividiert und mit i multipliziert. Und dann erhalten wir also folgendes Ergebnis, nämlich im
zweiten Fall erhielten wir das und wenn wir jetzt durch 2Pi dividieren und mit I multiplizieren, fällt alles weg, inklusive dem Minus. Das bleibt nur die E-Funktion durch 2e übrig und im anderen Fall passiert genau dasselbe. Das heißt, wir erhalten 1 durch 2 mal e, wobei e die Abkürzung für diese Wurzel war, p² plus m², dann mal eine Fallunterscheidung, Theta von z0 mal e hoch minus i e z0 plus Theta von minus z0 mal e hoch plus i e z0. Und das ist eine nützliche Endformel, die wir hier erhalten haben, die man auch in anderen Zusammenhängen mal verwenden kann und von der Sie auch weitere Varianten herleiten könnten. Zum Beispiel können Sie natürlich herleiten, was passiert, wenn Sie minus i epsilon schreiben oder wenn Sie das i epsilon in etwas anderer Weise ins Spiel bringen, gibt es jeweils ein Endergebnis und für unseren konkreten Fall ist eben das das Endergebnis. Und das war der Baustein, den wir mathematisch erbringen mussten. Wir haben jetzt also mit Hilfe von komplexer Analysis unsere Funktion umformen können. Und das bestätigt eben genau die Behauptung. Die Behauptung, die ich weggewischt habe, aber die besagte, dass man den Propagator hier, der dieses Zwischenergebnis geliefert hatte, umschreiben kann in einer Manifest-Lorentz-Invariantenform. Und jetzt sehen Sie ja, dass dieser unschöne Anteil hier, die eckige Klammer mit den Theta-Funktionen und den E-Funktionen, der taucht hier auf und den können wir jetzt umschreiben als ein eindimensionales Integral über P0 mit diesen Nennungen. Und das liefert uns dann genau das gewünschte Ergebnis. Das heißt, damit erhalten wir jetzt wirklich den Propagator. Und als schönere Bezeichnung füge ich jetzt mal ein, z ist gleich die Differenz zwischen zwei Raumzeitpunkten x minus y. Und wir beachten mal, dass ja Translationsinvarianz gilt. Und dann können wir das sogar etwas verallgemeinert schreiben. Propagator von x minus y ist der Vakuum-Erwartungswert eines zeitgeordneten Produktes von phi von x, phi Decker von y. Also zwei beliebige Raumzeitpunkte, aber nur die Differenz ist relevant wegen Translationsinvarianz. Und das Ergebnis von diesem Propagator haben wir jetzt gerade erhalten, war zunächst mal das hier oben. Und jetzt können wir, wie gesagt, umformen. Einmal das Integralmaß dp Schlange enthielt ja den Faktor 1 durch 2 mal der Energie des Teilchens. Dann haben wir also 1 durch 2 mal Energie des Teilchens mal dieser eckigen Klammer. Und das ist genau die rechte Seite von diesem Ausdruck. Das heißt, das können wir komplett ersetzen durch die linke Seite, also durch ein zusätzliches Integral, normiert mit 2Pi und diesem Integranten. Und deswegen erhalten wir jetzt insgesamt für den Propagator das vierdimensionale Integral, d4p, normiert mit 1 durch 2Pi hoch 4. Dann diese E-Funktion wird kombiniert mit der E-Funktion und gibt haargenau eine wunderschöne, komplette vierdimensionale E-Funktion, e hoch minus i pz oder p mal x minus y, ausführlicher geschrieben, mal i geteilt durch den Vierervektor Quadrat p Quadrat minus m Quadrat plus i mal epsilon. Das heißt, wir haben hier jetzt eine vierdimensionale Fourier-Transformation. Und hier jeweils vierdimensionale Skalarprodukte. Und damit ist das Ganze Lorentz-invariant.
So, wir können nochmal uns die Bedeutung vergegenwärtigen. Die hat sich jetzt sozusagen minimal geändert. Nämlich entweder war es ein Teilchen mit jetzt 4er Impuls plus P μ und Ladung QA von Y nach X oder umgekehrt Antiteilchen mit 4er Impuls minus P μ und Ladung minus QA von X nach Y. Und der Impuls, den dieses Teilchen oder Antiteilchen jetzt transportiert, ist Off-Shell. P0 ist gleich Off-Shell. Deswegen nennt man diese Teilchen dann virtuell, sind nicht beobachtbar. Also P0 ist ungleich Wurzel aus P² plus M². Oder jedenfalls im Allgemeinen ungleich. So. Und der große Vorteil dieses Ergebnisses ist eben die manifeste Lorentz-Kovarianz. So, damit haben wir diesen Propagator ausgerechnet und charakterisiert. Haben Sie dazu noch Fragen oder Diskussionswünsche? Sonst würde ich kleine Verallgemeinerungen angeben, die dann in der Praxis oft auftaucht, die man aber nicht extra herleiten muss, weil es offensichtlich ist, wenn man kurz drüber nachdenkt. Wir hatten jetzt angenommen einen skalaren Feldoperator mit Erzeugern und Vernichtern für Teilchen und Antiteilchen. Also in dem Sinne, Phi ist letztlich gegeben durch A plus B Kreuz mit den entsprechenden Integralen und E-Funktionen und so, aber das sind die Erzeuger und Vernichter, die drin auftauchen. Und Phi ist nicht hermitisch, ungleich Phi Decker. Und dann haben wir eben berechnet, zeitgeordnetes Produkt von Phi, Phi Decker, Vakuumerwartungswert, und das ist das Obige. Das ist das, was wir gerechnet haben. Aber jetzt können wir noch ein paar andere Ausdrücke mal überlegen. Was würde zum Beispiel rauskommen, wenn ich den Vakuumerwartungswert vom P-Produkt von Phi, Phi mit zwei verschiedenen Argumenten studiere, ohne Decker? Was kommt denn dann raus? Dann steckt hier drin A und B Kreuz und hier ebenfalls A und B Kreuz. Und A und B sind ja Erzeuger und Vernichter für verschiedene Teilchentypen, die kommutieren vollkommen miteinander. Das heißt, dann kann ich hier automatisch den Vernichter A mit was auch immer hier steht kommutieren, sodass der ganz nach rechts auf das Vakuum trifft und Null liefert. Und das B-Kreuz, was hier irgendwo auftaucht, kann ich auf jeden Fall mit was auch immer links steht kommutieren. Und dann trifft das hier links aufs Vakuum und gibt ebenfalls Null. Das heißt, alle Erzeuger und Vernichter, die hier drin auftauchen, liefern jetzt Null. Und deswegen ist dieser Ausdruck einfach identisch Null. Das ist also Null. Dieser Propagator von einem nicht-hermitischen Feld mit sich selber, der gibt Null. Was passiert aber, wenn wir ein reelles Feld haben? Phi ist gleich Phi Decker, was wir am Anfang des Semesters meistens hatten. Das heißt, das ist dann letztlich gegeben durch das entsprechende Integral mit A und A Kreuz, wobei A Kreuz der Vernichter zum selben Teilchentyp ist. Und dann gibt es hier einen nicht verschwindenden Kommutator dazwischen. Dann wäre in diesem Fall natürlich der Vakuumerwartungswert von Phi mit Phi nicht Null.
weil jetzt trifft irgendein A-Kreuz, was hier steht, trifft auf ein A von hier oder umgekehrt und die geben einen nicht verschwindenden Kommutator. Das heißt, das Ergebnis von diesem Auszug ist jetzt haargenau das gleiche wie das, was wir die ganze Zeit ausgerechnet haben. A und B, die hier verschieden waren, sind jetzt effektiv gleich, aber alle Terme, die wir hier hatten, liefert dieser Auszug jetzt ebenfalls nur mit diesem einzelnen A. Das heißt, das hier ist genau das gleiche wie unser Rechenergebnis, bloß mit einem reellen Feld erhalten. Und die Bedeutung ist eben, dass entweder ein Teilchen von 0 nach z propagiert oder dasselbe Teilchen von z nach 0 propagiert, denn dieses Teilchen, was hier beschrieben wird, ist identisch mit seinem eigenen Antiteilchen. Was würde passieren, wenn wir viele Felder in der Theorie haben? Wir haben also jetzt Feldtypen, sagen wir mal Phi A, Phi B. Das seien verschiedene Quantenfelder. Zu unterschiedlichen Teilchentypen. Also das enthält jetzt zum Beispiel Erzeuger A und A-Kreuz zum Teilchentyp A, das enthält Erzeuger B und B-Kreuz zum Teilchentyp B. Dann könnte man auch sowas wissen wollen, war vom Erwartungswert vom T-Produkt von irgendeinem Feldoperator Phi A mit Feldoperator Phi B. Und die enthalten jetzt eben Erzeuger und Vernichter zu verschiedenen Teilchentypen. Dann gibt es auch wieder Null. Denn jeder Vernichter, der hier drin auftaucht, kommutiert automatisch mit was auch immer hier steht und trifft aufs Vakuum. Jeder Erzeuger, der irgendwo auftaucht, kommutiert mit allem anderen und trifft aufs Vakuum links. Deswegen gibt das hier eben nicht. Also solche Erwartungswerte mit Feldoperatoren zu verschiedenen Teilchentypen liefern wir. Jetzt noch Fragen dazu? Dann ist das Ende von unserem ersten Kapitel im Semester. Wir haben relativ viel Zeit damit verbracht, Felder zu quantisieren und uns zu überlegen, warum es überhaupt Quantenfeldtheorien gibt und was das Charakteristische an Quantenfeldtheorien ist, im Unterschied zu eben Quantenmechanik oder Quantentheorien, die keine Feldtheorien sind. Wenn man es doch mal ganz kurz auf einen Nenner bringt, dann hatten wir eben überlegt, dass die relativistische Invarianz zusammen mit Quantenmechanik zu was Speziellem führt, nämlich zur Kausalitätsbedingung. Und die wurde dadurch erfüllt, dass wir ein neues Konzept erfunden haben, nämlich das Konzept von lokalen Größen oder lokalen Operatoren, lokalen Observablen. Die Idee ist also, dass ein Beobachter irgendwo in der Raumzeit positioniert sein muss und Beobachter an raumartig getrennten Punkten nur verschiedene Observablen jeweils messen oder präparieren können und die Observablen sind unabhängig voneinander. Das heißt, man hat Operatoren, die zu diesen Observablen gehören. Die müssen von Raumzeitpunkten XY abhängen und Operatoren, die zu raumartig getrennten Punkten XY korrespondieren, müssen automatisch miteinander kommutieren. Das ist die Kausalitätsbedingung in der relativistischen Quantentheorie. Und das führt eben auf das Konzept von lokalen Größen und dass die einfachsten Bausteine dafür sind lokale Felder. Unsere Quantenfelder Phi von X, Phi von Y, die haben genau die Eigenschaft, dass wenn sie zwei Felder nehmen an raumartig getrennten Punkten, dann kommutieren die und sie können damit dann beliebig komplizierte Wechselwirkungen aufbauen, die dann ebenfalls solche Kausalitätsbedingungen erfüllen. Wir haben dann technisch zwei verschiedene Wege beschritten, die zum selben Ergebnis geführt haben. Wir haben einmal gestartet mit Teilchenzuständen und Fockräumen, Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren und haben uns dann gefragt, wie wir aus diesen Operatoren kausale Operatoren herstellen können. Dabei sind wir gelandet bei diesen Feldoperatoren Phi von X mit dieser Darstellung durch A und A Kreuz. Andererseits haben wir auch kanonische Quantisierung gemacht, wo man von der Lagrange-Dichte ausgeht, einer klassischen Theorie. Dann gibt es eine Quantisierungsprozedur und die führt genau auf dieselben Feldoperatoren Phi von X mit denselben Erzeugern und Vernichtern. Wenn man also von der Technik weggeht und mal überlegt, was ist jetzt eigentlich die Physik des Ganzen, dann haben wir einige nicht triviale physikalische Vorhersagen, die letztlich darauf zurückzuführen sind, dass wir in Quantenmechanik
mit dieser Kausalität und lokalen kommutierenden Größen kombiniert haben. Das erste ist, dass wir Bausteine kriegen, Feldoperatoren, die A und A Kreuz zugleich enthalten müssen. Daraus folgt automatisch, dass es Prozesse geben muss mit teilchen Vernichtung, teilchen Erzeugung. Auf jeden Fall teilchen ändernde Prozesse müssen in der relativistischen Theorie möglich sein. Zweitens hatten wir dann im Allgemeinen gefunden, dass es Paare geben muss von Teilchen und Antiteilchen mit gleicher Ruhemasse, aber entgegengesetzter Ladung. Das heißt, diese Vorhersage von Antiteilchen ist eine wichtige Vorhersage für relativistische Quantenfeldtheorien. Und die dritte physikalische Konsequenz, die wir hier auch andeutungsweise erhalten haben, war die Korrespondenz zwischen Spin und Statistik. Wir hatten ja hier für unseren konkreten Fall nur Spin 0 betrachtet, aber es kam automatisch aus der Kausalität raus, dass die Spin 0 Teilchen Bosonen sein mussten. Und analoges gilt halt dann, beziehungsweise das Umgekehrte, für Spin-1-Halbteilchen, die müssen nämlich Fermionen sein. Das heißt, man kriegt wichtige, sehr allgemeingültige und tiefe Konsequenzen raus. Spin-Statistik und Teilchen-Antiteilchen-Korrespondenz, Teilchen-Erzeugungs- und Vernichtungsprozesse. Und das haben wir jetzt alles schon bekommen, obwohl wir nur freie Felder betrachtet haben, ohne irgendeine Wechselwirkung. Und jetzt wollen wir natürlich endlich dazu übergehen, auch Wechselwirkungen in der Quantenfeldtheorie zu beschreiben. Das führt uns dazu, dass wir dann als Werkzeug Feynman-Diagramme und Feynman-Regeln einführen werden. Und damit können wir dann Wechselwirkungen sehr schön ausrechnen und auch grafisch visualisieren. Das heißt, das nächste Kapitel der Vorlesung ist eben genau das, Wechselwirkungen zunächst mal zu definieren und dann Feynman-Regeln herzuleiten und dann damit eben umgehen zu lernen. Okay, dann machen wir Kapitel 2. Wechselwirkungen und Feynman-Regeln. Fangen wir an mit einer Übersicht über unsere Ziele und über einige relevante Theoreme, die wir benutzen müssen. Die Voraussetzung, die wir jetzt annehmen, ist, dass wir so eine Quantenfeldtheorie vorliegen haben, die so aufgebaut ist, wie wir es bisher kennengelernt haben. Und um das kompakt zu beschreiben, ist der kanonische Formalismus am besten. Mit Lagrange-Dichten, das heißt, wir haben ein kanonisch quantisiertes System. Das ist beschrieben durch eine Lagrange-Dichte L. Und die hat jetzt zwei Anteile, nämlich einmal einen freien Anteil L0 und einen Wechselwirkungsanteil Lint. Dieses L0 soll genau so eine Lagrange-Dichte sein, die wir bisher hatten. Und das ist dadurch charakterisiert, dass sie bilinear ist in allen Feldern, denn so waren genau unsere bisherigen Lagrange-Dichten beschaffen. Die ist also bilinear in den Feldern. Konkret von der Form aus unserem Kapitel 1. Diese Lagrange-Dichte ist quantisiert im Wechselwirkungsbild. Und Wechselwirkungsbild ist nichts anderes als das Heisenberg-Bild, ganz normale Heisenberg-Bild bezüglich der freien Lagrange-Dichte L0. Das heißt, die Quantisierung funktioniert haargenau so, wie wir es bisher gemacht haben. Also gleich dem Heisenberg-Bild. Bezüglich
L0. Das heißt, wir haben Operatoren, die wir in den Kapitel 1 konstruiert haben. Die gibt es jetzt, die stehen zur Verfügung, die sind komplett konstruiert und deren Eigenschaften sind vollkommen bekannt. Versuch es mal hier drunter zu schreiben. Das heißt, welche Operatoren sind das konkret? Wir haben dann Operatoren wie Phi von X zur Verfügung, alle Quantenfeldoperatoren. Ich lasse jetzt die Hut-Symbole wieder weg und jetzt ist alles Operator. Phi von X steht zur Verfügung, die kanonisch konjugierten Impulsoperatoren Pi von X stehen zur Verfügung. Wir haben gesehen, dass bei der Quantisierung Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren entstehen. A von P, A Kreuz von P, das ist ebenfalls vorhanden und konstruiert. Die Zustände, auf denen die wirken, bilden einen Fograum. Der ist also auch definiert und wir wissen, wie alle Operatoren auf diesem Fograum wirken. Explizit. Was wir dann wissen, ist die Bewegungsgleichung, nämlich die Operatoren Phi, Punkt, die erfüllen die Bewegungsgleichung, die gilt für das Heisenberg-Bild bezüglich L0, mit anderen Worten für das Wechselwirkungsbild. Das heißt, die Operatoren erfüllen d nach dt von Phi ist gleich I mal dem Kommutator des beiden Hamilton-Operators H0 mit Phi. Da gebe ich mal das Zeitargument an, einfach Phi von T, Phi von T. Das ist die freie Bewegungsgleichung. Das kann ich noch nützlich umformen, nämlich diese Bewegungsgleichung kann ich integrieren im Heisenberg-Bild bezüglich H0. Ist H0 selber zeitunabhängig. Ja, das Hamilton-Operator ist selber zeitunabhängig, denn der kommutiert ja mit sich selber. Also ist das H0 nicht von T abhängig in diesem Wechselwirkungsbild. Und dann kann ich die Bewegungsgleichung integrieren und ich erhalte, dass Phi zu einer beliebigen Zeit gegeben ist durch E hoch I H0 mal T mal demselben Phi zur Zeit 0 mal E hoch minus I H0 mal T. Also ich schreibe das nochmal auf. H ist gleich H0 im Wechselwirkungsbild zu Zeit T für alle T. Wenn der freie Hamilton-Operator im Wechselwirkungsbild ist zeitunabhängig. Denn seine Zeitabhängigkeit wäre durch den Kommutator mit sich selbst gegeben. Das ist also alles bekannt. Weiterhin ist Folgendes bekannt, nämlich der freie Hamilton-Operator lässt sich durch Erzeuger und Vernichter darstellen in der Form Integral über A Decker A. Und A aufs Vakuum gibt 0, das heißt, der Hamilton-Operator auf das freie Vakuum angewendet gibt 0. Das heißt, wir kennen auch den Grundzustand des Hamilton-Operators, das ist nämlich der Grundzustand in dem Fograum. Der Grundzustand des freien Hamilton-Operators ist ebenfalls bekannt. So, das ist alles bekannt und alles konstruiert. Und jetzt haben wir, wie gesagt, die Theorie so gegeben, dass sie diese freie Theorie enthält, plus eine Störung, einen Wechselwirkungsanteil L-Int.
Das heißt, die volle Theorie hat jetzt einen gesamthemmelnden Operator, der durch die Legendre-Transformation der Gesamt-Lagrange-Dichte gegeben ist. Und der ist natürlich dann ungleich dem freien hemmelnden Operator H0, der durch Legendre-Transformation von L0 gegeben wäre. Also kriegen wir hier einen neuen vollen Hamiltonian. H. Und das ist immer ein Funktional von den kanonisch konjugierten Impulsen und den kanonischen Variablen Phi und Pi ist gleich das D3x-Integral über diese Legendre-Transformation Phi Punkt mal Pi minus L. So, und die Legendre-Transformation bezüglich L0 würde natürlich genauso aussehen, bloß dass hier dann L0 stünde. Das heißt, der Unterschied zwischen diesem vollen Hamilton-Operator und dem freien Hamilton-Operator ist ein Wechselwirkungsanteil, das ist also gleich H0 plus H-Int mit H-Int im einfachsten Fall ist gleich einfach minus das dreidimensionale Integral über L-Int. Wobei das nicht immer stimmt, sondern das stimmt nur dann, wenn diese Legendre-Transformation und der kanonisch konjugierte Impuls sich nicht ändert bei dem Übergang von L0 zu L. Sonst würde hier noch was dazukommen. Aber das können wir jetzt hier einfach mal ausschließen, indem wir das voraussetzen. Das gilt also, falls das L-Int keine Ableitungen enthält. Also sowas wie d rho von phi. Wenn das das enthalten würde, dann würde sich die Definition von Pi ändern und dann hätten wir hier einen komplizierteren Wechselwirkungs-Hamiltonien. Aber das schließen wir einfach mal aus und der allgemeine Fall unterscheidet sich nicht so stark von dem speziellen Fall. Dann kann ich hier noch eine Zeitabhängigkeit aufschreiben. H-Int von T im Wechselwirkungsbild. So, wenn ich keinen Index an die Operatoren schreibe, dann sind die immer im Wechselwirkungsbild zu verstehen. Dieses H-Int ist jetzt nicht zeitunabhängig, denn das kommutiert nicht unbedingt mit dem freien Hamiltonian H0. Und im Wechselwirkungsbild haben die Operatoren eine Zeitabhängigkeit, die durch den Kommutator mit H0 gegeben ist, in der Form der zweiten Zeile. Aber wir können dann genau wie in der dritten Zeile auch für h-int integrieren. H-int zu einer beliebigen Zeit im Wechselwirkungsbild ist gegeben durch e hoch i h0 mal t mal h-int zur Zeit 0 mal e hoch minus i h0 mal t. Das ist also zeitabhängig. So, das ist alles unser Ansatz. Und jetzt haben wir ein Ziel, nämlich wir wollen die Wechselwirkung verstehen und die Quantentheorie mit Wechselwirkung lösen. Aber was heißt das, eine Quantentheorie zu lösen? Ganz grob ist also das Ziel, die volle Dynamik zu verstehen. Und im Detail heißt das mehreres. Eine Sache, die wir zum Beispiel gerne verstehen würden, wäre der Grundzustand des vollen Hamilton-Operators und den nenne ich hier Omega anstatt 0. 0 war der Grundzustand des freien Hamiltonians, Omega wäre der Grundzustand des vollen Hamiltonians. Das ist sicherlich nicht das gleiche und das ist sicherlich eine relevante Größe für die volle Quantentheorie. Und dann wäre natürlich ebenfalls interessant, weitere Eigenzustände des Hamilton-Operators oder Eigenwerte des Hamilton-Operators zu bestimmen, wie Sie es von der normalen Quantenmechanik her kennen. Und die Eigenwerte und Eigenzustände des Hamilton-Operators, die kann man äquivalent dadurch verstehen, dass man die Zeitabhängigkeit von den Operatoren studiert in dem vollen Heisenberg-Bild bezüglich des vollen Hamilton-Operators. Und diese
zeitabhängigen Operatoren, nenne ich jetzt Großphi und Großpi. Das sollen Operatoren sein im Heisenberg-Bild bezüglich des vollen Hamiltonians. Und die Zeitabhängigkeit von diesen Operatoren, die drückt natürlich alle Eigenschaften des vollen Hamilton-Operators aus. Das heißt, wenn wir das verstehen, haben wir den Hamilton-Operator letztlich voll charakterisiert. Das heißt also konkret, diese Operatoren hier müssen erfüllen, Phi-Punkt von T ist gegeben durch den Kommutator mit dem vollen Hamilton-Operator, Phi mal Kommutator mit dem vollen Hamiltonian, mal Phi von T. Und da habe ich jetzt auch kein Zeitargument dran geschrieben. Das ist jetzt der volle Hamiltonian folgendermaßen. Das ist gleich der volle Hamiltonian entweder im Schrödinger-Bild oder, was das gleiche ist, im Heisenberg-Bild für alle T. Denn im Heisenberg-Bild ist der volle Hamiltonian natürlich zeitunabhängig, weil er mit sich selbst kommutiert. Ist dann gleich mit sich selbst im Schrödinger-Bild. Und das ist das gleiche wie der volle Hamiltonian im Wechselwirkungsbild zur Zeit t gleich 0. Denn zur Zeit t gleich 0 kann man OBDA alle Operatoren in allen Bildern gleich wählen. Okay. In dem Moment, wo wir solche Operatoren gefunden haben, die diese Zeitentwicklung haben, haben wir Werkzeuge zur Verfügung, nämlich auch diese Operatoren, die uns erlauben, den Hamilton-Operator zu studieren. Und jetzt gibt es ein fantastisches Werkzeug, was in der Feldtheorie extrem üblich und wichtig ist, um diese Operatoren zu charakterisieren und mathematisch zu fassen. Denn wie Sie ja in der Quantenmechanik gemerkt haben, ist es nicht so einfach, Operatoren irgendwie aufzuschreiben. Also wie geben Sie einen Operator an? Was wäre das Ergebnis von so einem Operator? Viel einfacher ist es, Zahlen anzugeben. Und deswegen fassen wir die Operatoren hier zusammen in Erwartungswerten, sogenannten Green-Funktionen. Das sind sehr wichtige zentrale Objekte für uns. In einer ausführlichen Notation nenne ich es so, G mit Superskript phi, 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 mit Argument x1, und so weiter bis xn. Das ist definiert als der Vakuum-Erwartungswert im vollen Vakuum, im vollen Grundzustand der Theorie mit Wechselwirkung vom zweitgeordneten Produkt von Feldoperatoren im Heisenberg-Bild mit der vollen Zeitabhängigkeit. Phi von x1 und so weiter bis Phi von xn. Und dann hier wieder das volle Vakuum. Das heißt, Sie können hier solche Green-Funktionen oder solche Erwartungswerte bilden mit einer beliebigen Anzahl von Feldoperatoren, mit beliebigen Argumenten. Und die Bezeichnung wäre eben, dass hier genau die Feldoperatoren als Index auftauchen, die Sie hier hinschreiben. Und die Argumente sind dann die Raumzeitpunkte, an denen die Feldoperatoren ausgewertet werden. So einen Ausdruck nennt man Green'sche Funktion. Und sämtliche relevante Information für uns lässt sich aus diesen Green'schen Funktionen rekonstruieren. Aber die Green'schen Funktionen sind halt zahlenwertig, weil es Erwartungswerte sind. Und deswegen lassen die sich einfacher kommunizieren, berechnen und aufschreiben und manipulieren. Sämtliche relevante Information. Lässt sich hieraus rekonstruieren. Also das heißt, Eigenwerte des vollen Hamilton-Operators können wir hieraus gewinnen. Matrixelemente zwischen interessanten Zuständen, also Wahrscheinlichkeitsamplituden für Prozesse, können wir hieraus extrahieren. Das heißt, wir können alle relevante Physik der Quantenfeldtheorie
aus diesen Green'schen Funktionen rekonstruieren. Die haben noch weitere Vorteile. Da es zahlenwertige Ausdrücke sind, lassen sie sich auch sehr gut mit dem Pfadintegral beschreiben. Das haben wir in der anderen Vorlesung gesehen. Das Pfadintegral liefert natürlicherweise genau solche Erwartungswerte von zeitgeordneten Produkten von Operatoren. Das heißt, das ist etwas, was Sie in Pfadintegral guter Weich ebenfalls berechnen können. Und dann hatten wir auch in der anderen Vorlesung schon gesehen, dass das Pfadintegral seinerseits eine relativ direkte Verbindung zur statistischen Physik erlaubt. Und auch so ein Ausdruck hat eben in der statistischen Physik auch Analogien als Korrelationsfunktionen zwischen irgendwelchen Operatoren an verschiedenen Punkten. Das heißt, das sind wichtige Bausteine und das sind die Größen, die wir mit Feynman-Diagrammen und Feynman-Regeln ausrichten können. Jetzt ist der Plan der folgende. Ich werde als erstes Ihnen drei Theoreme vor den Latz knallen, ohne die im Einzelnen zu beweisen. Die Beweise sind relativ elementar und teilweise machen Sie die auch in der Übung und haben es schon in der Übung gemacht. Aber ich werde später da nochmal ein paar Kommentare zu den Beweisen geben. Aber bevor wir die Theoreme beweisen, werden wir daraus Feynman-Regeln, bitte? Korrelatoren oder Korrelationsfunktionen. Also aus den Theoremen ergeben sich direkt die Feynman-Regeln. Und die werden wir als erstes mal analysieren und an einigen Beispielen erörtern, sodass Sie erstmal ein Gefühl für die ganze Sache kriegen und sehen, wie sich diese Theoreme überhaupt auswirken. Und danach werde ich noch Bemerkungen zu den Beweisen geben. Aber wie gesagt, keine Sorge, die Beweise sind eigentlich nicht sehr kompliziert, aber es gibt ein paar Subtilitäten, zu denen ich dann noch was sagen werde. Okay, also welche drei Theoreme gibt es? Die Theoreme sind die Dyson-Reihe. Dann die sogenannte Gell-Mann-Low-Formel und als drittes das sogenannte Wick-Theorem. Und Sie hatten eben in der Übung, habe ich gehört, das Wick-Theorem schon besprochen. Die Dyson-Reihe ist eigentlich schon eine Übungsaufgabe gewesen, aber Sie haben es anscheinend noch nicht durchgenommen, kommt aber noch. Und diese Gell-Mann-Low-Formel, die gebe ich Ihnen heute an. Alle drei Theoreme sind relativ leicht glaubhaft und die Beweise elementar, aber zusammengenommen liefern die eben genau die Feynman-Regel. So, also Theorem 1, die Dyson-Reihe. Das ist eigentlich etwas, was Sie in der nicht-relativistischen Quantenmechanik mit großer Wahrscheinlichkeit schon hatten, und zwar in fast identischer Form, nehme ich an, denn das ist nicht spezifisch für die Feldtheorie. Wir können jetzt definieren einen zeitabhängigen Operator U von T, der hin und her schaltet zwischen dem Wechselwirkungsbild und dem Heisenbergbild. U von T ist definiert als das Produkt E hoch I mal H0 mal T mal E hoch minus I H mal T. Hier eben diese zeitunabhängigen Hamiltonians. H0 ist im Wechselwirkungsbild der Zeit unabhängig. H ohne Argument ist das, was wir vorhin hatten,
der volle Hamiltonian im Wechselwirkungsbild zur Zeit t gleich 0 oder im Heisenberg-Bild zu beliebiger Zeit. Dieser Operator schaltet hin und her zwischen den beiden Bildern. Wir können dann einen Zeitentwicklungsoperator definieren, u von t, t0 mit zwei Argumenten, u von t mal u Kreuz von t0. Der macht letzten Endes eine Zeitentwicklung vom einen Zeitpunkt zu einem anderen Zeitpunkt. Und dann können wir definieren Operatoren, die direkt im Heisenberg-Bild gelten. Groß Phi von t ist jetzt definiert als u Kreuz von t mal dem kleinen Phi von t mal dem u von t. Die Gleichung bedeutet, dass wir ja bisher zur Verfügung haben klein Phi. Denn das war durch Quantisierung im Wechselwirkungsbild konstruiert. Wir wissen ganz genau, wie es auf beliebige Fockraumzustände wirkt. Jetzt multiplizieren wir das von rechts und links mit diesem U. Das U ist auch definiert. Und dann kriegen wir neue Größen, Phi von T. Und deren Eigenschaften sind dann zu untersuchen. Ich kann hier noch eine kleine Umformung machen. Das Phi von T kann ich ja Zeit entwickeln im Vergleich zu Phi von 0, E mit dem H0. Und wenn ich hier jetzt mit U Kreuz multipliziere, fällt diese E-Funktion weg. Und was einfach übrig bleibt, ist E hoch I, vielmehr, ja, I voller Hamilton, mal T mal Phi an der Zeit 0, mal E hoch minus I voller Hamilton mal T. Das ist das Gleiche. Mit diesen Definitionen folgt dann einfach der Reihe nach erstens, dieses neu definierte Groß Phi von T erfüllt eben die Heisenberg-Bewegungsgleichung. Das erfüllt Phi Punkt von T ist gleich I mal dem Kommutator von H mit Groß Phi von T. Das ist eine elementare Rechnung, indem Sie es einfach einsetzen und die Zeitableitung von diesem Produkt ausrechnen. Die Zeitableitung von jedem einzelnen Faktor ist ja bekannt. Also können Sie das ausrechnen und kriegen dann diesen Kommutator. Das heißt, dieses Groß Phi, was so konstruiert wurde, erfüllt die Heisenberg-Bewegungsgleichung. Zweitens folgt genauso elementar, wenn Sie dieses U von T ableiten, das Produkt von den zwei E-Funktionen, dann erfüllt das eine Art Schrödinger-Gleichung. Das ist minus I mal dem Wechselwirkungs-Hamiltonian H-Int zur Zeit T mal diesen U von T. Das heißt, hier taucht auch dann als Vorfaktor dieses H-Int von T. H-Int von T war mit rechts und links mit E hoch I H0 mal T multipliziert H-Int an der Zeit 0. So, und dann folgt weiterhin für diesen Zeitentwicklungsoperator U von TT0 die Dyson-Reihendarstellung. Nämlich das kann ich schreiben als zeitgeordnete Exponentialfunktion. P-Produkt der Exponentialfunktion von minus I mal Integral von T T über eine Integrationsvariable T' mit H in zur Zeit T'. Und das ist genau diese Dyson-Reihe. Und das ist das Einzige, was sich nicht durch eine direkte Rechnung ergibt, aber es ergibt sich, dass wenn Sie das jetzt überprüfen und die Ableitung nach der Zeit bilden, dann sehen Sie, dass dieses U von TT0 genau diese Differentialgleichung erfüllt, die oben drüber steht, auch mit der passenden Randbedingung. Nämlich zur gleichen Zeit kommt 1 heraus und die Differentialgleichung hat natürlich eine eindeutige Lösung und das ist eben die eindeutige Lösung der Differentialgleichung oben drüber. Das können Sie ausprobieren. Und dann haben wir aber jetzt Folgendes erreicht. Wir haben nämlich erstmal diese Operatoren groß Phi konstruiert, die die gewünschten Operatoren im Heisenberg-Bild sind. Zur Konstruktion brauchen wir U von T oder äquivalent U von TT0.
und das haben wir jetzt dargestellt als eine Exponentialfunktion einer kleinen Größe. Wenn wir jetzt sagen, h-int ist klein, weil es eine Störung ist, dann können wir diese Entwicklung bei irgendeiner gewünschten Potenz abbrechen und haben dann eine Näherungsformel für unser Großvieh im Heisenberg-Bild. Und das ist die Störungstheorie, die es uns erlaubt, die Theorie zu lösen. Das heißt, das liefert eben Großvieh konstruiert. Mit Hilfe von unseren Bausteinen Kleinvieh, deren Eigenschaften wir genau kennen. Also konstruiert durch bekannte Größen. Und es ist konstruiert in einer Entwicklung in diesem h-int. Und wenn das h-int in irgendeinem Sinne klein ist, dann können wir die Entwicklung in endlicher Ordnung abbrechen und haben eine Möglichkeit zu nähern, und zwar so genau zu nähern, wie wir wollen, indem wir mehr und mehr Ordnungen mitnehmen. Also das ist das erste Theorem, die zeitabhängige Störungstheorie, die in identischer Form auch in der nicht-relativistischen Quantenmechanik gilt. Fragen dazu? Dann das zweite, Theorem 2, die sogenannte Gell-Mann-Lowe-Formel. Die Gell-Mann-Lowe-Formel ist jetzt etwas, was passiert, wenn Sie die Green-Funktion hier oben hernehmen, die ich hier definiert habe. Das ist ja die Größe, die wir letztlich ausrechnen wollen, denn ich sage, es reicht aus, diese Erwartungswerte zu kennen, also wollen wir die ausrechnen. Jetzt, die Green-Funktion enthält Heisenberg-Feldoperatoren groß Phi zu allen möglichen Zeitpunkten. Was wir jetzt geschafft haben, ist, das groß Phi darzustellen durch klein Phi und eine zeitgeordnete E-Funktion von h-int. Das heißt, das können wir da oben einsetzen, und was wir dann kriegen, ist lauter Kleinvieh-Feldoperatoren und lauter zeitgeordnete Exponentialfunktionen. Diese ganzen zeitgeordneten Exponentialfunktionen zu diesen verschiedenen Zeiten können wir zusammenfassen zu einer einzigen zeitgeordneten Exponentialfunktion. Und die Zeitordnung von dem hier ist kompatibel mit der Zeitordnung von dem ganzen Ding. Das heißt, wir erhalten das, dass wir letzten Endes diese Green-Funktion darstellen können, durch eine Green-Funktion von lauter freien Feldoperatoren kombiniert mit so einer zeitgeordneten Exponentialfunktion. Und das sieht folgendermaßen konkret aus. Volles Vakuum, P-Produkt von diesen ganzen Größen hier, die von x1 bis hin zu die von xn, ist gleich. Jetzt kommt ein Bruch. Und im Zähler steht das, was relativ offensichtlich ist. Und zwar erstmal ist auch ein Teil der Herleitung, dass man das volle Vakuum durch das freie Vakuum 0 ersetzen kann. Und dann taucht auf, anstatt jedem Großvieh ein Kleinvieh. Zeitordnung bleibt Kleinvieh von x1 bis hin zu Kleinvieh von xn. Und dann kommt hinzu, für jedes Vieh irgendwie von rechts und links eine zeitgeordnete Exponentialfunktion, wird alles kombiniert zu einer einzigen zeitgeordneten Exponentialfunktion. Und jetzt kann ich direkt dieses Integral über minus die Hamilton-Funktion, kann ich auch schreiben als Integral über plus die Lagrange-Funktion und dann als vierdimensionales Integral über die Lagrange-Dichte, dann ist das noch schöner. Also schreiben wir e hoch plus i mal ein vierdimensionales Integral d für y über die Wechselwirkung Lagrange-Dichte L int am Punkt y. Also das, denke ich, relativ glaubhaft, indem Sie die Formel eben für jedes Großvieh einsetzen und dann entsprechend umsortieren. Dann kommt allerdings noch als Normierung ein Nenner hinzu. Der Nenner entsteht dadurch, dass wir dieses Omega durch 0 ersetzen. Und dann steht hier im Nenner nochmal fast das Gleiche, nämlich zeitgeordnetes Produkt, aber ohne die Phis, aber mit dieser E-Funktion, E hoch I, Integral
d4y l in von y. Das ist ein Normierungsfaktor. Aber jetzt haben Sie eine schöne Formel und die Formel sagt uns, dass Sie das gewünschte Erwartungswert im vollen Vakuum von vollen wechselwirkenden Operatoren kriegen können, indem Sie Erwartungswerte von freien Operatoren im freien Vakuum, aber verziert mit so einer E-Funktion ausrechnen. Aber hier ist jetzt alles bekannt, denn die rechte Seite enthält nur freie Vakuum-Erwartungswerte von freien Feldoperatoren und die sind ja alle bekannt. Das ist alles komplett durch Erzeuger und Vernichter aufgebaut mit bekannten Eigenschaften. Das heißt, die Green-Funktion ist jetzt konstruiert durch bekannte Größen. Das ist die sogenannte Gelman-Low-Formel. Okay, kommen wir dann zum dritten Theorem. Das dritte Theorem ist das Wick-Theorem. Theorem 3. Das Wick-Theorem. Dafür definiere ich zunächst mal ganz kurz eine Bezeichnung. Nämlich, wir bezeichnen mit einer Linie zwischen zwei Punkten, 1 und 2, den freien Propagator, den wir vorhin berechnet haben, also den freien Vakuum-Erwartungswert des zeitgeordneten Produktes von zwei Feldoperatoren hier an den Punkten x1 und x2. Diesen freien Propagator bezeichnen wir also mit dieser Linie und das wird dann ein Baustein von Feynman-Diagrammen sein. Häufig gibt man dem noch einen zweiten Namen, nämlich man bezeichnet es auch als Kontraktion. Zwischen zwei Feldern und manchmal führt man dann auch diese Bezeichnung ein, dass man zwei Feldoperatoren hat, die nebeneinander stehen und man bezeichnet mit dieser eckigen Klammer, mit der man diese zwei Feldoperatoren verbindet, die Kontraktion zwischen den zwei Punkten und das ist genau gleichbedeutend mit diesem freien Propagator und mit dieser Linie zwischen den zwei Punkten. Und jetzt können wir eine kleine Umformung machen und zwar nehmen wir mal an, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, dass die Zeitordnung in diesen zwei Punkten x1, x2 bereits die richtige ist. Das heißt, irgendeine Zeitordnung muss es ja geben und wir nehmen einfach an, dass jetzt x1, 0 größer als x2, 0 ist. Das heißt, die Felder stehen bereits in der Reihenfolge da, wie es die Zeitordnung verlangt. Andernfalls müssten wir einfach umsortieren und die Rechnung würde sich entsprechend modifizieren. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Für diesen konkreten Fall können wir jetzt folgendermaßen weiterrechnen. Zunächst einmal besagt die Zeitordnung zwischen den zwei Feldoperatoren, dass für x1, 0 größer x2, 0 wir den Vakuumerwartungswert von diesem Produkt, phi von x1 mal phi von x2 in dieser Reihenfolge ausrechnen müssen. Jetzt enthält das phi von x1 Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, die nach links aufs Vakuum wirken. Wenn ein Erzeugungsoperator nach links aufs Vakuum wirkt, dann heißt das, es gibt 0. Das heißt, hier in diesem links stehenden Operator phi von x1 kann nur der Vernichtungsoperator beitragen und nicht der Erzeugungsoperator. In der Bezeichnung von früher heißt es, dass in diesem kausalen Quantenfeld nur der Phi-Anteil beiträgt. Der Phi-Anteil war der Erzeugeranteil und vielmehr der Vernichteranteil und Phi-Plus wäre der Erzeugeranteil. Also nur Phi-Minus trägt hier bei. Das heißt, unser zeitgeordnetes Produkt reduziert sich auf diesen Ausdruck, Vakuum-Erwartungswert von Phi-Minus von x1 mal den vollen Phi von x2. Das können wir jetzt folgendermaßen umformen. Nämlich, das ist der freie Vakuum-Erwartungswert
des Kommutators von phi minus von x1 mit phi an der Stelle x2 plus die umgekehrte Reihenfolge phi von x2 mal phi minus von x1. Wir haben also umgeordnet und kriegen dann hier diesen Zusatzterm mit der umgekehrten Reihenfolge. Und jetzt hat sich das Ganze vereinfacht, denn hier trifft jetzt der Vernichteranteil rechts aufs Vakuum und liefert 0. Das heißt, dieser Anteil liefert 0. Und dieser Propagator liefert nicht 0, sondern einen zahlenwertigen Ausdruck. Das heißt, der Vakuumerwartungswert von diesem zahlenwertigen Ausdruck ist der Ausdruck selbst. Wir können also das Matrixelement vergessen. Und das ganze Ergebnis ist gleich dem Kommutator phi minus von x1 mit dem vollen phi von x2. Was wir also hergeleitet haben, ist, dass wir das zeitgeordnete Produkt und den freien Propagator, den wir vorhin ja bereits anderweitig berechnet haben, umschreiben können für den Kommutator von dem Phi-Minus-Anteil desjenigen Feldes mit der größeren Zeit mit dem vollen Feld zur kleineren Zeit. Und das kann man jetzt allgemein benutzen. So, das ist also zunächst einmal eine Bezeichnung und eine kleine Umformung. Und jetzt gebe ich das Wick-Theorem an. Das Wick-Theorem lautet, dass wenn wir einen freien Vakuumerwartungswert von einem zeitgeordneten Produkt von sehr vielen Feldoperatoren haben, phi von x1 bis phi von xn, dann liefert das für den Fall, dass die Anzahl der Felder n ungerade ist, liefert es 0. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass hier dann eine ungerade Anzahl von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren steht und dann trifft immer irgendein Vernichter oder ein Vernichter aufs rechte Vakuum oder irgendein Erzeuger aufs linke Vakuum, sodass jeder einzelne Summand hier drin letzten Endes 0 gibt. Das heißt, ungepaarte Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren im Vakuumerwartungswert liefern eben 0. Für den Fall, dass die Anzahl der Felder n gerade ist, kommt nicht 0 raus, und zwar unter den vielen Termen, die hier dann durch Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren entstehen, tragen genau die bei, wo jeder Vernichtungsoperator auf einen passenden Erzeugungsoperator trifft, sodass die beiden zusammen einen nicht verschwindenden Kommutator liefern und dann zu einem nicht verschwindenden Beitrag vom gesamten Erwartungswert führen. Und zwar, wenn wir das dann ausrechnen, dann ist unsere Intuition, dass sich das auf Paare von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren reduziert. Und was ganz genau rauskommt, ist genau die Summe von allen Kontraktionen, die Sie bilden können zwischen den verschiedenen Feldoperatoren. Also, die erste Kontraktion wäre, Feld x1 mit Feld x2 wird kontrahiert, x3 wird mit x4 kontrahiert und so weiter, bis hin zu n-1 wird mit Feld n kontrahiert, plus alle weiteren Kombinationen von vollständigen Kontraktionen, wo jedes Feld mit irgendeinem anderen kontrahiert wurde. Alle weiteren vollständigen Kontraktionen. Das ist das Wick-Theorem. Das erlaubt es uns also, beliebige Vakuumerwartungswerte von freien Feldoperatoren auszurechnen und zurückzuführen auf diese Kontraktionen. Und das ist nichts anderes, wie gesagt, als die freien Propagatoren, deren mathematische Gestalt wir kennen. Was wir insgesamt mit den drei Theoremen von heute erreicht haben, ist, dass wir also eine Störungstheorie ansetzen können. Die Störungstheorie erlaubt es uns dann mit der Gell-Mann-Low-Formel, volle Green'sche Funktionen
also volle Vakuumerwartungswerte von wechselwirkenden Feldoperatoren störungstheoretisch zurückzuführen auf freie Vakuumerwartungswerte von freien Feldoperatoren. Und diese freien Vakuumerwartungswerte von freien Feldoperatoren lassen sich durch die freien Propagatoren ausrechnen, also durch Produkte von solchen Linien. Und das ergibt letzten Endes Feynman-Regeln und Feynman-Diagramme für diese Greenschen Funktionen. Wie die Feynman-Regeln genau funktionieren, werden wir dann das nächste Mal besprechen. Um das heutige aber abzuschließen, möchte ich gerade noch ein Beispiel angeben für dieses Wick-Theorem, um das etwas zu illustrieren. Das einfachste, nicht triviale Beispiel wäre, dass wir eine Vierpunktfunktion mal ausrechnen, also einen freien Vakuumerwartungswert vom zeitgeordneten Produkt von Phi von x1, Phi von x2, Phi von x3 mal Phi von x4. Was passiert hier jetzt? Um das auszurechnen, nehmen wir wieder OBDA an, dass die Zeitargumente hier bereits sortiert sind, andernfalls würden wir entsprechend umsortieren oder umbenennen, also OBDA x1,0 größer als x2,0 und so weiter, bis hin zu größer als x4,0. Und dann haben wir eigentlich zu berechnen den freien Vakuumerwartungswert von dem gewöhnlichen Produkt Phi von x1 mal Phi von x2 mal Phi von x3 mal Phi von x4. Und in diesem Produkt taucht jetzt hier links auf ein freier Feldoperator, der links aufs Vakuum wirkt. Und der enthält Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren. Und genau wie hier links trägt jetzt nur der Vernichteranteil bei, denn der Erzeugeranteil gibt links aufs Vakuum angewendet 0. Also können wir dieses Phi durch den Phi-Anteil ersetzen. Und jetzt können wir das Ganze auf Kommutatoren zurückführen. Wir haben jetzt als Idee, dass wir hier das Phi minus sukzessive immer weiter nach rechts durchkommutieren, so lange bis es hier ganz rechts auf das freie Vakuum wirkt und dann gibt es nämlich 0. Das heißt, wenn wir dreimal eine Vertauschungsrelation anwenden, so lange bis das Phi minus rechts steht, schnappen wir jedes Mal bei jeder Vertauschungsrelation einen Kommutator auf von Phi minus mit einem dieser drei Feldoperatoren und das gibt jeweils den nicht verschwindenden Beitrag. Führen wir es also durch. Das heißt, als erstes bekommen wir den Kommutator von Phi minus mit Phi an der Stelle x2 plus den Term mit der umgekehrten Reihenfolge. So, also zunächst mal den Kommutator Phi minus an der Stelle x1, Kommutator mit Phi an der Stelle x2. Dieser Kommutator ist eine Zahl, deswegen kann ich den aus dem Matrixelement rausziehen und verbleiben tut dann dass der freie Vakuumerwartungswert der verbleibenden Felder Phi von x3, Phi von x4. Plus, jetzt haben wir diesen Kommutator benutzt, und dann muss ich addieren den Term in der umgekehrten Reihenfolge 0, Phi an der Stelle x4, Phi minus an der Stelle x2, Phi minus an der Stelle x1, Phi an der Stelle x3, Phi an der Stelle x4 und das freie Vakuum. Jetzt kommutieren wir das Phi minus hier vorbei. Das liefert uns erstmal die obere Zeile. Die obere Zeile muss ich abschreiben, aber ich kann direkt unsere Bezeichnungen einführen. Nämlich dieser Kommutator ist ja nichts anderes als der freie Propagator, wie wir hier gesehen haben, oder die Kontraktion oder eben die Linie von x1 zu x2 und das hier ist die Linie von x3 zu x4. Das war der erste Term. Und im zweiten Term erhalte ich jetzt einmal den Kommutator plus den Term mit der umgekehrten Reihenfolge. Also erstmal den Kommutator Phi minus von x1, Kommutator mit Phi von x3, multipliziert mit dem verbleibenden Vakuumerwartungswert von Phi von x2 mal Phi von x4. Plus die umgekehrte Reihenfolge, und die umgekehrte Reihenfolge ist nun
hier Phi von x2, Phi von x3, dann Phi minus von x1 und Phi von x4 ist gleich. So, jetzt schreibe ich ab, der erste Term war das Produkt von diesen zwei Linien von 1 nach 2 mal der Linie von 3 nach 4 plus der zweite Term ist der Kommutator von x1 und x3, das liefert die Linie von 1 nach 3 und das hier ist die Linie von 2 nach 4, also multipliziert mit der Linie von 2 nach 4 plus. Und wenn ich das hier anschaue, dann passiert hier das, dass hier der Kommutator auftaucht von Phi minus von x1 mit Phi von x4. Das gibt die Linie von 1 nach 4 multipliziert mit der Linie von 2 nach 3. Und dann verbleibt als letzter Term derjenige mit dem Vakuumerwartungswert, wo Phi minus von x1 ganz rechts steht. Und das gibt 0. Das heißt, hier kommt einfach dazu das Produkt der Linie von 2 nach 3 multipliziert mit der Linie von 1 nach 4. Und damit haben wir dieses Beispiel ausgerechnet, also einen freien Vakuumerwartungswert vom zweitgeordneten Produkt von 4 Feldern. Und das liefert genau die Summe von 3 Termen, in dem Paare von Linien auftreten, die alle Punkte miteinander auf alle möglichen Weisen verbinden. 1 mit 2, 3 mit 4, 1 mit 3, 2 mit 4. 2 mit 3 und 1 mit 4. Das sind genau die drei möglichen Kombinationen von Linien. Und das ist die einfachste Illustration des Wick-Theorems. Und genau die gleiche Rechnung kann man benutzen für den allgemeinen Fall. Der allgemeine Fall wird dann durch vollständige Induktion bewiesen und der Induktionsschritt nützt genau dieselbe Art von Rechnung wie dieses einzelne Beispiel. So, also wie gesagt, damit haben wir jetzt die drei Theoreme uns notiert, die Feynman-Regeln bilden. Als nächstes werden wir dann Feynman-Regeln illustrieren und genau aufschreiben, wie die Feynman-Regeln uns erlauben, Green'sche Funktionen von wechselwirkenden Feldern zu besprechen. Und nachdem wir uns illustriert haben, wie die Feynman-Regeln funktionieren, werde ich noch einige weitere Kommentare zu den Beweisen dieser Theoreme geben.